Nord Stream Terror, die polnische Spur und damit herzlich willkommen zu Kompakt, der Tag am 9. März. Das sind einige unserer heutigen Themen. Frauentag, Lesben gegen Transen. Wartburg, ein deutscher Kraftort. Georgien, Sieg des Westens. Lörrach, wir haben Platz. Die Diskussion um die Anschläge auf Nord Stream nimmt wieder Fahrt auf. War es eine sogenannte pro-ukrainische Terrorgruppe, wie der Mainstream berichtet, oder waren es die USA selbst, so Seymour Hersh und die alternativen Medien? Die Rolle von Polen ist in beiden Positionen unterbelichtet. Dabei war Warschau immer eine der aggressivsten Kräfte gegen Nord Stream. Präsident Duda forderte am 23. August 2022 ganz unverblümt einen Abriss der Pipelines. Das war ungefähr einen Monat vor der Sprengung. Sehen Sie selbst. Der polnische Präsident Andrzej Duda hat in Kiew eine Beseitigung der brachliegenden Ostseegaspipeline Nord Stream 2 zwischen Russland und Deutschland gefordert. Welche Indizien gibt es für eine maßgebliche Rolle von Polen bei dem Terrorakt und wie passen sie zu den Recherchen von Seymour Hersh? Darüber diskutieren unser TV-Chef Paul Klemm und Kompakt-Chefredakteur Jürgen Elsässer. Ja, welche Rolle spielt Polen bei den Anschlägen auf Nord Stream? Darum geht es heute. Erst am Dienstag ist ja die neue Theorie aufgetaucht, wonach hinter den Anschlägen eine pro-ukrainische Gruppe steht. Es gibt erhebliche Zweifel an dieser Theorie. Aber selbst darin tauchen ja einige Bezüge zu Polen auf. Zum Beispiel, dass diese Segeljacht, von wo aus der Anschlag begangen worden sein soll, laut dieser Theorie, gemietet worden ist in Polen, also gemietet bei einer Firma, die ihren Sitz in Polen hat. Das ist das eine. Und dann geht es ja auch um die Schiffsmannschaft, bestehend aus 6 Leuten, 5 Männer, eine Frau. Und wir haben da ein sehr interessantes Video gefunden, aus dem Jahr 2022, aufgenommen von einer Schiffsbesatzung, die ebenfalls aus 5 Männern und einer Frau besteht. Polnische Aktivisten, die im Jahr 2022 dorthin gefahren sind, zu Nord Stream 1, runtergetaucht sind und eine Protestaktion gegen Putin bzw. gegen fossile Energie gestartet haben. Da schauen wir mal rein. Wir sind jetzt auf der Baltiku, unter uns in der 50 metrów znajduje się gazociąg Nord Stream 1, którym cały czas gaz jest pompowany do Europy. Na tę głębokość zeszło 5 nurków, aby w ten sposób zaprotestować przeciwko finansowaniu wojny w Ukrainie poprzez zakup paliw kopalnych. Paliwa kopalne cały czas płyną do Europy, cały czas kraje europejskie finansują wojnę w Ukrainie. Potrzebujemy embarga na wszystkie paliwa kopalne, w tym na gaz, jak najszybciej. Ja, so viel dazu. Das war eine Aktion von Greenpeace und zwar am 9. Juni 2022. Laut der Theorie vom Dienstag ist die Gruppe ja losgefahren erst am 6. September. Da unterscheiden sich also die beiden Theorien. Aber ich finde es schon erstaunlich, dass wir erst auf so ein Video stoßen müssen, damit drüber gesprochen wird. Weil eigentlich gehört das ja zu einem normalen Aufklärungsprozess dazu, dass das irgendwie mal behandelt wird in der Öffentlichkeit. Aber wir müssen das dann erst finden und drüber sprechen. Ja, also das Video von Greenpeace soll jetzt nicht bedeuten, dass Greenpeace die Nord Stream Pipelines gesprengt hat. Aber es zeigt eben, dass die polnischen Behörden sehr permissiv waren, also sehr locker waren, solche Aktionen zu genehmigen. Und nur auf der Grundlage konnte Greenpeace die damalige Aktion machen. Wichtig sind eben die Äußerungen von polnischen Politikern. Wir haben den Einspieler gesehen mit Duda im August 2022. Wir haben ja auch noch die Äußerung vom früheren Außenminister von Polen, Radislav Sikorski, der am 27. September, also keine 24 Stunden nach den Anschlägen, gesagt hat, thank you USA. Und wir haben von Polen kommend einen US-Hubschrauber, der die Pipeline entlang geflogen ist, Anfang September 2022. Und wir haben das Flugzeug Poseidon P8, das am 24. und 25. September unmittelbar vor den Anschlägen von den Färöerinseln, also aus Richtung Norwegen kommend, in Polen aufgetankt hat. Das amerikanische Tankflugzeug kam von der deutschen pfälzischen Basis Spangdahlem und dann weitergeflogen ist bei ausgeschalteter Ortskennung Richtung Nord Stream, Richtung Bornholm. Und was im Verdacht steht, dass es sozusagen verantwortlich gewesen sein könnte für die Zündung der zuvor schon angebrachten Bomben.
Das sind alles Dinge, die Richtung Polen weisen. Und heute auch sensationell, Duda, den wir vorhin gesehen haben vom August 2022, hat sich heute wieder geäußert zu der neuen Theorie. Der Rest der westlichen Politiker ist ja so ein bisschen jetzt verunsichert, wissen nicht, was sie sagen sollen. Manche sprechen von False Flag, also versuchen es den Russen doch noch in die Schuhe zu schieben, wie Herr Pistorius. Aber Duda hat sich heute hingestellt und wörtlich gesagt, ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass es sich um eine pro-ukrainische Sabotage handelt, aber ich werde das Folgende sagen. Wenn Nord Stream aufhört zu existieren und es nicht möglich ist, auf diesem Weg Gas aus Russland zu transportieren, wird das gewinnbringend für Europa sein. Ich bin sicher, es wird nützlich für Westeuropa sein. Also er freut sich wie Bolle, ja, obwohl eine Firma aus Polen in der Story auftaucht. Das kümmert ihn gar nicht. Er stellt sich hin und sagt, prima Sache, egal wer es war sozusagen. Ja, und nicht zu vergessen, am 26. September sind die Röhren in die Luft geflogen. Und am 27. September ist ja diese Pipeline Baltic Pipe eingeweiht worden, was ein polnisch-dänisches Projekt war. Und aus polnischer Sicht natürlich ein Riesenerfolg, weil auf lange Sicht kann diese Baltic Pipe die Hälfte des polnischen Gasbedarfs decken. Bedeutet totale Unabhängigkeit von Russland. Man bezieht das Gas aus Norwegen. Und möglicherweise war es ja so, am gleichen Tag kam dann dieser Tweet, Thank you USA von Sikorsky, dass man eben die neue Stärke mal schön demonstrieren wollte, indem man eben das Konkurrenzprojekt Nord Stream dann einfach mal ausgeknipst hat. Ich meine, es waren ja wirklich Konkurrenzprojekte. Die beiden Röhren haben sich ja auch überkreuzt quasi auf dem Grund der Ostsee. Das spielt aus meiner Sicht eine sehr große Rolle und ich finde verblüffend, dass das nicht groß diskutiert wird. Ich glaube allerdings nicht, das wollte ich noch sagen, dass Polen die Sache allein durchgezogen hat, weil ich glaube, Polen hat geopolitisch ist dazu unbedeutend, einfach, als dass die sowas allein machen könnten. Ich glaube, dass wirklich der Hauptstrippenzieher, ist jetzt natürlich alles nur Spekulation, aber dass da wirklich die USA dahinter stehen, das sagt ja auch Seymour Hersh in seiner Recherche, dass aber die USA aufgrund dieser großen geografischen Entfernung in Europa einen Mittäter gesucht haben und da wussten sie natürlich, die polnische Interessenlage ist da sehr günstig und ich glaube, da haben sie dann bei den Polen auch offene Türen eingerannt mit dem Vorschlag, mit dem möglichen Vorschlag, das Ding in die Luft zu jagen. Bei Seymour Hersh ist ja der europäische Komplize der USA bei dem Anschlag Norwegen. Er spricht nicht über Polen. Ja? Und ich habe mir jetzt nach unserer Sendung von gestern die ganze Nacht den Kopf zerbrochen, wie passt eigentlich dieses pro-ukrainische Terrorkommando da rein? Natürlich kann es sein, dass das alles komplett erfunden ist. Ist die wahrscheinlichste Lösung. Aber es gibt auch noch eine andere Variante. Und zwar, wenn man sich den Text von Seymour Hersh durchliest, dann merkt man, es gibt den ganzen Sommer über Diskussionen in der amerikanischen Einsatzgruppe im Weißen Haus, wann eigentlich gesprengt werden soll. Also ursprünglich war der Planung, man platziert die Bomben während des Balltops-Manövers im Sommer und sprengt sie relativ schnell. Ja, Biden gesagt, es geht nicht, das fällt es ist zu nahe am Zeitpunkt, das fällt auf uns zurück, auf das NATO-Manöver. Und dann kam man auf die Idee, es erst später auszulösen mit dieser Boje der Norweger. Mhm. So, dann gab es aber noch folgendes Problem. Je länger man wartet, umso eher können die bereits platzierten Bomben korrodieren. Punkt 1. Punkt 2 ist, diese Boje löst aus mit einer bestimmten Tonfolge, auf die diese Sprengsätze reagieren. Es kann aber sein, so war jedenfalls die Befürchtung, dass auch eine Tonfolge, die jetzt natürlich erzeugt wird durch, was weiß ich, seismische Bewegungen oder andere Schiffsgeräusche, dass die auch auf die Bomben wirkt. Deswegen war man ein bisschen unsicher, wann man jetzt wirklich das Go gibt. Und vor dem Hintergrund kann ich mir vorstellen, dass bestimmte Kreise gesagt haben, wir sichern das nochmal doppelt ab. Und dann kommt so eine Yachtmission ins Spiel. Ja? Die haben dann zum Beispiel die Aufgabe, wenn nicht alles sauber explodiert, da nachzulegen. Es fällt auf, es ist ja nicht sauber explodiert. Von 4 Strängen sind nur 3 gesprengt worden. Also ich halte es für vollkommen unwahrscheinlich, dass die Yacht diese 500 Kilo Sprengstoff daraus transportiert hat. Die wurde schon vorher platziert. Aber die wurden vielleicht dahin geschickt, um bei der Zündung nachzuhelfen, wenn es nicht klappt mit der Boje. Oder eben nachzuzünden, wie im Falle der vierten Pipeline, die nicht hochgegangen ist.
Und es ist auch vorstellbar, dass sich da verschiedene Interessen überkreuzt haben. Also zum einen, dass die Amerikaner gesagt haben, okay, das ist ein Backup für unsere Mission, die Fehler vielleicht ausbügelt. Dann hat eine zweite Gruppe gesagt, es muss nicht im Widerspruch stehen, mit diesem Backup, mit dieser blöden Yacht, haben wir dann auch Dumme, auf die wir es schieben können. Und es ist natürlich auch möglich, dass es in dem Hin und Her, wann das hochgeblasen werden soll, wo Biden immer mal wieder gezögert hat, dann aggressivere Kräfte, und da sind wieder die Polen im Spiel und die Ukrainer, gesagt haben, der alte Mann, der kommt nicht zu Potte, wir machen da mal selber was. Ja, also da sind schon auch Varianten vorstellbar, wo die Hirsch-Story zur Story von vorgestern, pro-ukrainische Terrorgruppe, passen könnte. Man sollte das nicht vor der Hand ausschließen. Ja, das stimmt. Komplett lächerlich ist natürlich das Verhalten der Bundesregierung. Also die hat ja bisher zu keiner der Theorien irgendwie Stellung bezogen, schweigt einfach. Und ich kann das nicht nachvollziehen. Man muss ja die Dimension des Ganzen verstehen. Das war eigentlich der erste Kriegsakt gegen Deutschland seit 1945. Ein Anschlag auf die Energieinfrastruktur, also auf den empfindlichsten, verwundbarsten Teil dieses ganzen Staatswesens. Und die Regierung trägt einfach nichts bei zur Aufklärung. Also blockt alle Anfragen ab, sowohl von der Linken als auch von der AfD. Trägt nichts zur Aufklärung bei, hält das Parlament im Unklaren. Das kann ich nicht nachvollziehen. Und verbreitet dann so absurde Thesen wie Boris Pistorius, dass möglicherweise die Russen dahinter stecken. Vollkommen realitätsfern, ohne sich zu einer der bereits vorhandenen Theorien zu äußern. Und da hat es die AfD richtig gemacht. Die hat ja Ende Februar einen Untersuchungsausschuss gefordert im Parlament, weil das muss auch mal parlamentarisch jetzt behandelt werden. Weil wenn man das in den Händen dieser Bundesregierung lässt, da wird nie was bei rauskommen. Weil das sind Marionetten, die haben viel zu eine große Angst vor dem Ausland und werden da nie was zur Aufdeckung beitragen. Ich meine, die ukrainische Regierung sagt jetzt, also wir waren es auf keinen Fall. Das legt natürlich den Verdacht nahe, dass es vielleicht eine nicht beauftragte Terrorgruppe war, die da das Backup geliefert hat. Aber man muss mal zurückgehen zum Jahr 2001, zu den Anschlägen auf die Twin Towers. Dafür wurde ja Bin Laden verantwortlich gemacht. Okay, war auch erlogen, aber nehmen wir es mal so hin, wie es war. Bin Laden wurde verantwortlich gemacht. Die afghanische Regierung hat gesagt, wir haben nichts damit zu tun. Der ist zwar bei uns irgendwo im Hindukusch, aber wir haben das nicht gemacht. Trotzdem ist Afghanistan bombardiert worden. Ja? Und so könnte analog natürlich jetzt die Bundesregierung sagen, Moment mal, pro-ukrainische Terrorgruppe, wir wollen die Auslieferung der Täter, oder, okay, nicht kein Krieg gegen die Ukraine, aber wir brechen jetzt die Beziehungen ab und liefern keine Waffen mehr, das wäre das Mindeste. Ja. Was ich auch noch interessant finde, was für die Schwäche der gegenwärtigen Propaganda spricht, bei der ersten Tagesschau, direkt vorgestern Abend, 20 Uhr, da haben die tatsächlich die Pressekonferenz von Biden vom 7. Februar eingeblendet, wo er gesagt hat, wir machen Schluss mit Nord Stream 2. Okay. Das heißt, die Tagesschau hat da selber die USA wieder ins Spiel gebracht als möglichen Täter. Also die sind im Augenblick wirklich wie ein Hühnerstall, sagen natürlich nach außen nichts, aber ich glaube, hintenrum, da dampft die Kacke. Liebe Zuschauer, eine gesprengte Pipeline oder zwei, viele Spuren. Spekulieren Sie gerne wieder mit auf YouTube oder auf unserer Online-Seite compact-online.de. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Abonnieren Sie uns deshalb auf YouTube und auf Telegram. Wir freuen uns darüber. Ja, liebe Zuschauer, Sie wissen, bei Nord Stream ist Compact TV von Anfang an top. Wir haben schon am Tag danach gesagt, die offizielle Schuldzuweisung an Russland ist lächerlich. Die Amerikaner müssen mit drinstecken. Dann haben wir die Doku gemacht, Tatort Nord Stream, über 1 Million Besucher. Und seither sind wir im Wochentakt auf der Spur der Täter. Halten Sie auf dem Laufenden mit den heißen Infos, die Sie sonst nirgendwo finden können. Ist für uns ein Kraftakt, kostet eine Menge Geld, für Sie ist alles kostenlos. Wir können es nur stemmen mit Ihrer Unterstützung, deswegen bitten wir um eine Spende. Unten sind die Kontodaten. Seit 1999 gehört die Wartburg in Eisenach zum UNESCO-Weltkulturerbe. An kaum einem
Liebes Publikum, hier endet die gekürzte YouTube-Fassung dieses Beitrages. Wegen der Zensurgefahr können Sie die vollständige Sendung nur unter kompakt-online.de sehen. Den Link finden Sie in der Beschreibung unter dem Video. Viel Spaß beim Weiterschauen, wünscht Ihnen Ihr Kompakt-Team.